Sie sorgt für Aufregung, die Studie des Thüringer Verkehrsministeriums zum Leipzig-Altenburg Airport. Der Vorwurf, zwar kämen von jedem eingesetzten Steuereuro 7 Euro zurück, aber zu wenig davon bliebe in Thüringen. Die IHK Ostthüringen hatte mit einer eigenen Studie die Chancen des Airports verdeutlicht und war umso erstaunter über die Zahlen des Thüringer Verkehrsministeriums. Offensichtliche Rechenfehler stellten dabei die Situation des Airports deutlich schlechter dar. Allein bei der Berechnung der Einkommenssteuereffekte kommt IHK-Volkswirt Christian Nestler auf 500.000 Euro mehr als das Verkehrsministerium. Die Antwort darauf kam prompt und wird wie hier bei der Bürgerinitiative Zukunft für das Altenburger Land mit Fassungslosigkeit aufgenommen. Der Fehler ist erstmal ein grundsätzlicher. Man hat in dieser Studie letztendlich Steuereinnahmen für Thüringen verrechnet, die sich, wenn man eine, sagen wir jetzt mal vorsichtig, etwas solidere Betrachtung anstellt, so nicht ergeben würden. Also die Effekte des Flugplatzes Leipzig-Altenburg für die Region, für die Gemeinden und für den Freistaat Thüringen sind höher als letztendlich dort veranschlagt. So habe die vom Verkehrsministerium beauftragte Firma K&E Consult den Einnahmen aus der Einkommenssteuer aller um und mit dem Airport Beschäftigten eine verminderte Einnahme aus dem Länderfinanzausgleich gegengerechnet. Im Klartext heißt dies, es ist günstiger, keine Arbeitsplätze in Thüringen zu schaffen, weil das Geld unkomplizierter über den Länderfinanzausgleich käme. Diese Mentalität eines Hilfeempfängers dürfte Minister Karius nur schwer gegenüber Geberländern des Finanzausgleichs wie Hessen oder Bayern erklären können. Also das ist für mich die pure Katastrophe. Man muss sich mal vorstellen, dass eine Landesregierung rechnet, ob es sich lohnt, Arbeitsplätze zu schaffen, Entwicklung am Ort, oder ob es sich lieber lohnt, über den Länderfinanzausgleich Bargeld einzukassieren. Also denen sind die Menschen an der Stelle in Arbeit nicht so wichtig, wie Bargeld von den alten Ländern zu bekommen. Das halte ich von der Regierung für eine große Katastrophe. Auch Volkswirt Nestler ist eine solche Art der Berechnung zum ersten Mal vorgekommen. Dieser bekrittelt aber auch, dass die Berechnungen von K&E in der Studie nicht dargestellt sind und künftige Effekte wie Autobahnanbindung und schnelle Zugverbindung nicht berücksichtigt wurden. Über den Grund hierfür kann auch Nestler nur spekulieren. Es ist nicht direkt, ich möchte mal die Ersteller der Studie insofern in Schutz nehmen, dass sie gemacht haben, was sie machen sollten. Und der Auftrag oder die Aufgabenstellung haben sie richtig erfüllt und die Aufgabenstellung hat ihr Vertragspartner, ihr Dienstherr letztendlich gestellt. Für die anwesenden Bürger der Initiative stand an diesem Abend fest, dass man mit der Demonstration am 12. November in Erfurt deutlich machen wolle, so nicht mit sich umspringen lasse.